Ich schaff das einfach nicht, über die halbe Wiederholung hinwegzukommen. Ich werde einfach nicht stärker. Halb gedrückt, 100 Kilo. Ich schaff das einfach nicht. Insgesamt mein dritter 100 Kilo Versuch. Ja, ich habe die 100 Kilo schon vor einer Woche probiert oder so von vor 3-4 Tagen und ich habe es nicht geschafft. Ich schaff das nicht. Ich versuche es wieder am Montag. Also, wenn ich es am Montag nicht schaffe, dann ist das definitiv mein letzter Versuch. Dann höre ich auf. Okay, da mache ich noch ein Video drin, wo ich vielleicht 50 Kilo, 60 Kilo, 70 Kilo, 80 Kilo, 90 Kilo und dann nochmal just for fun 30, 40 Kilo auf Wiederholung mache. Denn ich habe meine ersten Videos Ende oder Mitte August 2012 hochgeladen. Jetzt haben wir Mitte August 2013. Und deswegen kommt das gut, dass ich wenigstens neue Videos mache mit 50 Kilo und 60 Kilo auf Wiederholung. Also das ist genau ein Jahr her, dass ich hier meine mein einjähriges Jubiläum auf der YouTube-Kraftsportgemeinde feiere. Ne? Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Vor allem, da ich jetzt mich um 20 Kilo oder 10 Kilo Maximalkraft gestiegen habe als letztes Jahr. Ne? Und dass ich jetzt vor allem auch eine Flachbank habe. Ja, weil früher hatte ich ja so eine Schrägbank, 60 Kilo 12 Mal, 50 Kilo 22 Mal. Allein deswegen, weil ich damals 80, 90, 85 Kilo Maximalkraft hatte, müsste ich eigentlich Flachbank ungefähr 5 Wiederholungen mehr schaffen, sprich 17, sprich 27. Und weil ich jetzt noch 10, 20 Kilo mehr Maximalkraft habe, also ich schätze, dass ich 60 Kilo knapp 30 Mal drücken kann und 50 Kilo knapp 40 Mal. Aber das müssen wir testen, okay? Aber wenn ich Montag die 100 Kilo nicht schaffe, dann höre ich mit den 100 Kilo auf. Dann muss ich es einfach einsehen, dass ich die 100 Kilo nicht gedrückt bekomme. Dann tue ich noch ein paar Wiederholungsversuche rein. Und danach höre ich auf mit Bankdrücken. Dann mache ich nur noch Liegestütze in meinem Leben, okay? Dann mache ich nur noch so Calisthenics, so Liegestütze, Klimmzüge. Aber davon mache ich dann keine Videos, okay? Dann mache ich das nur so, um mich ein bisschen fit zu halten. Okay? Alles klar, Leute. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, mit den Grippern groß rauszukommen. Denn mein großer Traum, denn mein großes Ziel ist, irgendwann mal den COC-Dreier zu schließen. Okay? Also in die Iron Mind Hall of Fame reinzukommen. Das ist mein großes Ziel. Okay? Das ist mein großes Ziel. Das, was zum Beispiel für die anderen Leute, ihr wisst schon Bescheid, welche ich damit meine. Das, was für die anderen Leute so die 200 Kilo Bankdrücken sind, ne? Das sind für mich die, das ist für mich zum Beispiel der Captain of Crush Nummer 3. Iron Mind, ja? In die Hall of Fame reinzukommen. Den COC-Dreier mit Karte zu schließen. Also das wäre für mich wirklich, wo ich sagen kann, mein großes Ziel. Ist jetzt nichts Besonderes, also ist halt jetzt nicht die Welt, also ist halt jetzt nichts Außergewöhnliches, eine Dreier zu zertifizieren, aber wie gesagt, es ist ja auch nichts Besonderes, eine 200 Kilo Bankdrücken zu schaffen. Ich meine, die ganzen Stoffer und Elite-Powerlifter und Elite-Bodybuilder drücken knapp oder über 300, ne? 250, 300, 330, 320. Also kann ich jetzt auch sagen, ja, 200 Kilo Bankdrücken, ja, lache ich euch auf, okay? Okay, wie gesagt, wenn ich eine Dreier schließe, das wäre für mich, was zum Beispiel für eine gewisse Blume, beziehungsweise ein Rad, ne? Stell dich mal so eine Blume vor. Habe ich eine Blume? Ja, ich habe keine Blume hier, ne? Und dann noch ein Rad, ne? Ein Blumenrad, ne? Das, was für ein Blumenrad, ne? Die 200 sind, das sind für mich, den Dreier zu schließen, okay? Alles klar, Leute, haut rein.